seid auf Sendung. Wir sind auf Sendung. Sag mal, schlägt das Mikrofon aus? Also sieht man was vom Ton her? Ja, oder sieht man was vom Ton her? Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zum ersten Interview hier auf der Sapphire Darts Trophy. Wir haben hier einen Gast und zwar keinen geringeren als den Sieger des letzten Jahres, Nico Blum. Hi Nico, wie geht's dir? Grüß dich. Super. Ja? Fantastisch. Okay, Freitag ging's Nico wohl nicht so gut, Doppel lief auch nicht, aber gestern bist du souverän in die Goldrunde gezogen. Das Freitag lag ja wieder an Christopher Thon das Wasserpegel, ja, das ist ja glasklar. Ja. Aber nee, gestern war gut. Ja, war super. Wie hast du denn so gespielt? Wie hast du dich gefühlt und was denkst du, was kann dabei rumkommen am Ende? Nicht gut, aber drei Kreuze auf meiner Seite. Bedeutet, also gab es irgendwie, was war so dein Average im Schnitt, weißt du das? Average ist egal, wenn die Kreuze auf deiner Seite sind, reden wir nicht drüber. Aber Gruppenphase ist immer Katastrophe. K.O.-Runde wird ganz solide, denke ich. So war es ja auch letztes Jahr, glaube ich, bei dir, wenn ich mich daran erinnere. Du hast dich so ein bisschen durchgemogelt sozusagen in der Gruppenphase. Aber dann warst du da bei den entscheidenden Spielen. Ich erinnere mich da auch an so ein Spiel gegen Boris Kretschmer. Willst du vielleicht ein bisschen Revue passieren lassen, was da so passiert ist? Ja, ich war einfach besser. Ich habe den letzten Tag getroffen. No front, aber soll ich sagen? Ich denke, wir wissen alle, wie das war. Das haben auch genug Leute mitbekommen. Und wenn ich mich bei Boris entschuldigt hätte für die Aktion, würde ich, glaube ich, immer noch unterm Hallendach kleben. Aber nein, alles gut. Also ich glaube, das Timing war das Geheimrezept. Okay, stimmt. Und wen hast du dann im Halbfinale? Erinnerst du dich noch? Das war Christopher Hinch, glaube ich, ja. Der hat vorher Brian Rammann rausgehauen, ja. Stimmt, genau. Das war ja auch das Besondere des letzten Jahres. Wir hatten ja auch viele Tourcard-Holder und PDT-Stars da und am Ende standst du ja dann ganz oben nach dem Finale gegen Ricardo Pietrzyk. Das vielleicht aus der Sicht von Ricardo Pietrzyk etwas unglücklich gelaufen ist. Der hatte irgendwie einen First Nine von 114, erinnere ich mich, und am Ende ein Average so um die... Er hatte eine Augenklappe auf den Doppeln, richtig. so kann man es nennen, aber das ist dann auch noch Darts. Es zählt, wer am Ende checkt. Richtig. Ich habe noch nie in meinem Leben so oft 9-Doppel-8 gespielt. Ja, nein, ist so. Ist vollkommen richtig. Ja. Ricardo hat absolut brillant gescored. Ist, glaube ich, beim Stand 2-2, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, und es sieht wirklich jedes Leng mit 180 rein. Und ich habe gedacht, verdammte Axt, du kriegst jetzt absolut völlig den Hintern aufgerissen. Und auf einmal trifft er nichts mehr. Ja, das war halt mein Glück, ja, dass ich dann zum richtigen Zeitpunkt da war. Ja. Ja, und ich erinnere mich noch an die Szene zum Matchstart. Du hast ja auch noch Zeit gelassen, du bist nochmal zurück. Hast was getrunken, so ein bisschen in Dimi van den Berg-Manier, hast durchgeatmet. Und und dann war der drin. Und du warst sehr, sehr emotional bei deinem Sieg. Ja, ich musste die Gratis-Cola natürlich genießen. Ja, ist ja ganz klar. Und dann natürlich war ich emotional. Da hat ja keiner mit gerechnet irgendwie. Und ja, war schön, hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch, und das war ja auch wirklich auch dann überraschend am Ende. Wir haben uns natürlich sehr, sehr, sehr für dich gefreut, und es ging dann natürlich auch durch die Presse. Du wurdest ja dann auch zur Moto-Series eingeladen, bist jetzt auch bei Bulls unter Vertrag. Richtig. Sozusagen. Das sieht man ja auch auf deinem Trikot. Das heißt, ist einiges passiert seitdem, oder? Ja, das mit Bulls, das war schon im Februar 23. Da hat der Hermann gesagt, wenn du mal wieder richtig aktiv spielen willst. Das hat er schon 2017 gesagt, wo ich noch bei Unicom war. Aber das ging natürlich nicht, ja, weil ich einen Vertrag hatte. Hat er gesagt, wenn du mal wieder anfängst, schreib mich an, ruf mich an, ist egal. Wir machen das sofort fertig. Dann habe ich ihn abends angerufen und sage, ey, ich habe wieder Bock zu Daten. Ich habe keine Flights mehr. Ich habe auch keinen Bock, jetzt noch irgendwo hinzufahren, mir welche zu kaufen. Dann sagt er, schick mir deine Adresse und schick mir alles, was du brauchst. Und ja, drei Tage später war das Paket da. Und so war das dann mit Bulls, ne? Ja, und dann kam die Einladung für die Super Series. Irgendwo mit einem weinenden Auge, weil ich eigentlich mit meiner Freundin 11.11. feiern wollte. Da musste ich aber leider Gottes Finale spielen Samstag. Unser Kölner Karnevalsjäger, ne? 11.11. Aber irgendwo war es dann doch okay, und danach konnte ich auch fleißig dann feiern. Finale leider verloren gegen Willy Borland, der brillant gespielt hat die ganze Woche, aber auch da hat keiner mit gerechnet. Und mein Vater hat auch verdammt viel Geld gekostet, ja, weil er gesagt hat, das funktioniert auf gar keinen Fall, weil ich natürlich wieder nicht trainiert habe vorher. Ja, aber das Essen hat geschmeckt, also danke auch an Papa dafür. Ja. war schön, macht wieder Spaß. Ich habe wieder Bock, ich habe einen neuen Job, ich habe die Ausbildung durch, ich habe einen tollen Chef und kann jetzt ganz befreit Dart spielen. Das macht mir einfach nur Spaß. Auch jetzt wieder ein Hammerwochenende. Coole Jungs, die Holländer sind da, meine Freunde. Absolut cool. Ja, und dieses Jahr hast du dann auch das erste Mal wieder European Tour gespielt, oder? Ja. Erzähl mal. Tatsächlich.
ja, was soll ich sagen, das Spiel, ich hätte auch 3-0 führen können, aber ich glaube, ich habe ja 6 Jahre vorher schon 5 oder 6 Mal gespielt und ich habe es jetzt zum allerersten Mal genießen können. Ja, weil es nicht dieses, ey, du bist im Rampenlicht, du musst gewinnen, jeder guckt, sondern ich konnte einfach spielen, Spaß haben, genießen und das war wirklich cool dieses Mal. Und ich bin auch cool damit, ich habe verloren, Kevin hat besser gespielt, ich hatte ja Glück, ich sollte ja eigentlich erste Runde gegen Luke Littler spielen, der hat ja abgesagt. Ich glaube, ich hätte mir mein Getränk geholt, hätte ausgeholt, hätte gesagt, viel Erfolg in der zweiten Runde, ja. Und wäre dann irgendwie in eine Kneipe schocken gegangen oder so. Aber nee, das hat mega Spaß gemacht. Es waren, glaube ich, 600 oder 700 Schotten in der Halle von 1000 Fans. Und als die dann angefangen haben zu singen No Nico, No Party, da musste ich noch mal ganz kurz runterfahren und einfach mal genießen. Also es war wirklich, es hat mega, mega Spaß gemacht. Ja, cool. Dann, was erwartest du dir denn heute? Hast du irgendwie zum Ziel gestellt, das zu verteidigen? Und ja, was erwartest du heute von dir selber? Ich hatte ein cooles Wochenende, ich hatte Spaß und das soll auch so bleiben. Und ich glaube, es ist egal, was passiert. Wenn ich verteidige, natürlich Hammer, finde ich super. Aber wenn nicht, dann ist es halt so. Dann war in dem Moment mein Gegner besser, ja. Da gibt es keine Entschuldigungen für. Ja. Wir hoffen es natürlich nicht, aber ich denke, die Leute, die jetzt noch drin sind in der Goldrunde, die können alle gewinnen. Ich gebe natürlich mein Bestes, keine Frage. Die Spiele in der Gruppe, wie gesagt, da hat keiner gesehen, hoffentlich. Ja. Aber wir gucken einfach, was passiert. Und wenn nicht, dann bin ich auch cool damit. Ich hatte ein schönes Wochenende und das ist das Allerwichtigste, dass wir alle Spaß haben hier. Das stimmt, absolut. Ich meine, darum geht's ja hier. Wir hatten ja auch am Anfang ja diese Ansprache, als wir das Turnier eröffnet hatten. Es geht halt darum, heute hier Leute zusammenzubringen und dass wir halt einfach ein schönes Wochenende in der Darts-Familie zusammen genießen. Aber beim nächsten Mal hätte ich gern, dass deine Frau das Mikro hält, weil die ist definitiv der hübschere Part von euch beiden. Absolut, also ja. Das unterschreibe ich und ich entschuldige mich dafür. Das ist ja klar. Ja. Ja, aber wir wollten einfach, dass du nicht abgelenkt bist, Nico, da kennen wir dich ja auch, ja, genau. Also in diesem Sinne wünschen wir dir halt einfach noch einen tollen Sonntag und ja, hoffentlich kommst du ganz weit und wir würden uns schon so ganz geheim wünschen, dass du den Titel verteidigst. Ich zahle Meckes dann. Alles klar, so machen wir es. Okay, danke euch.